Hallo zusammen, ich habe mein Wohnzimmer ein bisschen umgestellt für euch. Und zwar möchte ich heute den Sonnengruß aus dem Yoga zeigen. Das ist die perfekte Aktivierungsübung für am Morgen, um mit positiver Energie in den Tag zu starten. Bevor ich mit dem Sonnengruß starte, mache ich als erstes eine Geduldsübung, die nennt sich der Frosch. Ihr setzt euch in einen breiten Schneidersitz, legt eure Hände mit den Handflächen nach unten auf eure Oberschenkel und atmet ruhig durch die Nase ein und aus. Der Frosch ist ein Tier, welches sehr geduldig ist, denn er sitzt da und wartet, bis seine Beute vor ihm durchrennt und ist dann im richtigen Moment wachsam. Die Message dieser Übung ist also nicht andauernd allem hinterher zu rennen, sondern geduldig zu sein. Ich bleibe ungefähr 3 Minuten in dieser Position, bevor ich dann mit dem Training beginne. Diese Übung hilft mir auch sehr, um anzukommen, aber auch sonst im Alltag mache ich die einfach immer wieder mal, wenn ich mich gestresst fühle. Jetzt laufe ich zum Anfang meiner Yogamatte in einen sicheren, stabilen Stand und nehme die Hände zu meiner Brust. Als erstes nehme ich einen tiefen Atemzug, Arme an meinen Ohren vorbei, komme runter zu meinen Füßen, bevor ich dann einen Ausfallschritt mache mit dem linken Bein nach hinten, Kopf kommt kurz nach vorne, dann gehe ich ins Brett, halte das mit meinem Atem, atme dann aus, wenn ich mich absenke, Hüfte bleibt leicht erhöht, atme ein, wenn ich in die Cobra komme und stoße mich in den herabschauenden Hund zurück, wenn ich ausatme. Dann hebe ich mein rechtes Bein an und komme wieder zurück nach vorne in den Ausfallschritt, rolle mich langsam hoch, nehme ein letztes Mal einen tiefen Atemzug ein, ausatmen, Hände wieder zur Brust. Das war jetzt ein Ablauf vom Sonnengruß. Ich mache davon in der Regel 9 Durchgänge. Das kann man ja wunderbar aneinander hängen, da die Anfangs- und Schlusspositionen dieselbe sind. Ich zeige euch das Ganze gleich nochmal. Nach meinen 9 Durchgängen Sonnengruß mache ich manchmal noch diese Entspannungsübung, Shavasana oder auch die Totenstellung genannt. Dazu lege ich mich auf den Rücken, meine Handflächen zeigen nach oben und ich konzentriere mich einfach auf meine Atmung. Beim Yoga ist die Atmung etwas vom absolut Wichtigsten. Durch die Nase ein- und auch wieder ausatmen. Nicht wie beim Krafttraining durch den Mund ausatmen, das habe ich anfangs oft falsch gemacht. Und wenn wir gerade beim Thema Entspannung sind, hier noch ein weiterer Entspannungstipp von mir. Ein Basenbad, super für die Regeneration nach dem Sport. Es enthält unter anderem Bentonit, Sangomeriskoralle und Edelsteinpulver. Wer von euch glaubt auch an die Energien und die heilende Kraft von Steinen? Die Pulvermischung besteht unter anderem aus Jaspis, Bergkristall, Chalcedon, Amethyst und viele weitere Steine. Zudem wurde das Produkt bei abnehmendem Mond gemischt, macht babyzarte Haut und ist 100% zertifizierte Naturkosmetik. Versucht mal, all den Stress, den ihr habt, für einen Moment zur Seite zu legen, euch einen Moment für euch zu nehmen, vielleicht mal Yoga auszuprobieren und zu all dem. Vergesst nicht, manchmal ist das Effektivste, was man machen kann, auch einfach mal nichts tun.